Eine Chloroform. Chloroform, Chlorophyt, Chloro-Gedöns. Eine Chlorüstung. Eine Chlorüstung. Eine gute Chlorüstung. Und die verbraucht unglaublich viel, deswegen bin gerade mit der Spelunke unterwegs. Das Ding hält noch ein paar Sekunden, das nimmt sich aus. Um halt hier unten in der Dschungelwelt, wo das nämlich auch nur zu finden ist im Übrigen, abzubauen. Mhm. Wir haben es halt fast zusammen für zwei komplette Sets. Und für mich wollte die... Und du kannst sie einfach rausnehmen. Hat auch Ruby gesagt, einfach von den Dingsmännchen nehmen, von den Mannequins. Ah, okay, gut, dann gehe ich da nachher mal hin. Schnapp. Musst nur halt mit den entsprechenden richtigen Helm mitnehmen, aber ich glaube, das ist ja sogar der Mili-Helm. Ah, die Spelunke hat aufgehört zu wirken. Ich glaube nicht. So. Nicht? Ah, dann kann man ihn einen bauen. Das ist, so viel haben wir noch für den Helm, das ist kein Problem. Irgendwo hier war das, ah, da oben ist es. Dann geben wir ihm noch, machen wir ihm noch irgendwann eine Pickaxe-Ex. Deswegen meine ich, wir müssen nochmal einen Boss oder zwei erledigen, dass wir ihm eine Pickaxe-Ex machen könnten. Mhm. Das ist ja schnell gemacht, der kann ja nichts. Eine mechanische Dings habe ich sogar noch. Können wir in der Nacht mal machen. Ich glaube, ich bin schon wieder voll. Mudblocks brauche ich noch, die brauche ich nicht. Sehr gut. Ich komme zurück. Hex-Ex? Oh, falsche Taste. Hex-Ex? Nee, es gibt sowohl Demons als auch Devils. Okay. Ja, es sind ja, wir kennen es ja vom D&D, ne? Es gibt ja wirklich verschiedene in der Richtung. So, Moment, bevor ich jetzt irgendwas mache, klemme ich mich mal um kurz fest, guck nochmal, was ich alles hab. Und werde erst das Biom bauen. Die Frage ist, kann ich das Biom, weißt du was, ich baue das Biom im Baum drin. Was hältst du denn dafür? Müsste ja klappen, mit Erde. Mit Matt, war das Matt oder war das Erde, wo es drauf wächst? Knorke, du weißt das doch bestimmt noch. Die Pilze? Ja. Matsch, wahrscheinlich. Matsch brauche ich, ne? Zum Einsamen. Auf Matt, ja, und dann, genau. Muss das eine gewisse Dicke haben, oder? Also muss das mehrere Stapel sein, oder reicht da einer? Knorker. Von dem Matt? Ja. Es reicht eigentlich eine Schicht, hat bei mir schon gereicht, dass Gras gewachsen ist. Okay. Also es müsste reichen, also, soweit ich mich erinnern kann. Naja, das ist ja schon. Sag mal so, du bist jetzt nicht unbedingt der schlechteste in erinnerungstechnischen Ding. Da bin ich teilweise schlimmer als du. Deswegen würde das schon stimmen. Dann machen wir das dann mal hier so. Und dann machen wir das so. Und dann machen wir hier dann ein bisschen runter. Machen das dann mit Living Wood nachher wieder voll. Das darf der Hubi dann machen. Irgendwie müssen wir jetzt Living Wood ja auch herstellen können, laut den Patch Notes letzten. Ups, war das zu viel. Und das ist dann der Eingang. Naja, das ist doch gut. So, wo sind die Pilzsporen? Sporen, da. Ich habe nur die, das heißt, dann pflanzen wir jetzt einmal da. Ja, das hat schon funktioniert. Und pflanzen die einmal da. Und damit sich der Mann auch gut wohlfühlt, muss man gucken, kann ich irgendwie Pilze platzieren? Ja, ich kann Pilze platzieren. Und die müssen eigentlich auch theoretisch wachsen. Hoffe ich zumindest. Glow Mushrooms can be placed. Kann ich auch an die Decke irgendwo kleben? Ja, geil. Ah, kann die an die Wand pflanzen. Ja. So. Realistisch, ne? Ja, ja, doch. Ja, schon cool. Schon sehr cool. Ja, jetzt komm ich mal raus. Der ist ein bisschen blöd platziert hier. Dann machen wir den einfach noch so. Sieht ein bisschen pervers aus, so die Pilze an der Wand. Aber ansonsten ist es ziemlich cool. Jetzt die Frage, braucht das noch was? Muss das draußen sein? Kann das drin sein? Man weiß es nicht. Man wird es aber sehen. Wie stellt man Living Wood her? Wahrscheinlich braucht man Holz dafür, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Living Wood. Ach ja, richtig. Ich kann ja, ach so. Das braucht er ja auch noch. Er braucht Stühle und so weiter aus dem entsprechenden Zeug. So, dann machen wir einen Mushroom Chair. Das meine ich halt mit dem, ne? Ich kann eine Mushroom Door herstellen. Ah, okay. Also. Eine Mushroom Wall muss ich auch herstellen, muss ich sogar herstellen. Allerdings habe ich da jetzt wieder relativ viel gerade gemacht. Du brauchst eh kein Eis mehr, denke ich, weil du kannst auch Eis abbauen in der Gegend irgendwo. Ja, ich baue ja gleich dem der Eiswelt und kann da auch schon abbauen, welches noch brauchen sollte. Ja. Dann machen wir das da rein, machen Quickstack. Sehr schön, jetzt könnte es auch reichen, wenn wir Glück haben. Das nehmen wir mal raus. Kann noch einen Barren sogar machen. Sehr schön. Hm.
Ich kann ihn wieder zurückbauen, sehr gut. Ist jetzt nur die Frage, Hubi, weißt du noch, ob ich Mushroom Walls dafür bauen musste oder muss ich da irgendwie... Keine Ahnung. Weißt du nicht, ne? Muss ich doch mal nachgucken, verdammte Axt. Oh. Weil ich kann jetzt Mushroom Walls tatsächlich auch bauen. Ich muss es nachlesen beim nächsten Mal. Jetzt mache ich erstmal den Kram hier fertig. Baue schon mal die Tür ein. So, vielleicht reicht es ja schon. Wenn es reicht, dann ist ja kein Problem. Das ist geil. Das hat tatsächlich einen kleinen. Die Tür hat einen Mushroom oben drüber. Und den Chair kann ich auch schon hinstellen. Jetzt habe ich noch keinen, leider noch keinen Dings. Aber ich habe hier Pilze. Die nehme ich auch mit. Ich brauche die anscheinend. Sonst kann ich damit nämlich nichts machen. Oh, du wurdest brutal zitiert. Lava plus Viecher sind doof. Ach, hör auf zu heulen. Du willst ja nur profilieren. Oder so ähnlich. Ich hätte gerne Mushroom-Dingens. Warte mal, ich baue die mal wieder zurück. Neue Geräusche, ja, die ich nicht kenne hier. Das ist eine Mushroom-Workbench, die will ich auch noch nicht. Ich hätte gerne einen Mushroom-Dingsbums. Aber ich glaube, sowas gibt's gar nicht, oder? Einen Mushroom-Dingsbums. Ein Mushroom-Dingsbums und ein Badge da vielleicht dazu. Ah, jetzt mache ich halt noch eine Workbench. Eine Mushroom-Workbench habe ich noch. Ah ja, das Gras wächst schon, sehr schön. Die 4, zack. Cool. Sehr cool. Also ich hoffe wirklich, das geht. Wenn ich aber Pech gehabt. Erstmal. Muss ich nachher reparieren. Jetzt erstmal hoch da wieder an der Stelle. Erstmal den Dings hier reingedingselt und den anderen da reingedunkselt. Die Mattblöcke brauchen wir eigentlich nicht mehr. Haben wir genug jetzt entsprechend. Und jetzt werde ich das tun, was Hugo und ich schon die ganze Zeit machen wollten. 6. 3 gegen 6. Nein, natürlich nicht. Das heißt, es klappt mit Pilze anpflanzen, ja? Naja, Pilze jetzt in der Hinsicht nicht. Ich habe die Sporen angepflanzt, es wächst langsam das Gras raus. Okay. Ich werde jetzt erstmal das Auge hier wegmachen und gucken, dass ich Platz noch irgendwo habe. Da am besten hin und das Auge darüber und dann darüber. Ich mache mir jetzt erstmal eine Rüstung. Zack. Dann baue ich mir meine Füße. Zack. Und jetzt die Frage. Jetzt mache ich erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache, mache ich erstmal Hubi seine Rüstung. Zack. Und Hubi seine Füße. Hubi hat ja erstmal die Pygmy-Rüstung. Na gut, dann kann ich es ja auch Knorker geben. Ist ja auch nicht das Problem. Irgendwas zum Wegwerfen. Warum habe ich 2 Shadow Keys? Achso, weil ich ihm eine geben wollte, richtig. Das brauche ich nicht mehr hier. Scheibenkleister. Ach, hier ist noch Platz. Und wäre doch Platz für Helm. Welchen nehme ich denn? Gehe ich jetzt auf Ranged, was ich ja noch momentan... Oder gehe ich direkt auf Magie? Ich glaube, ich gehe erstmal auf Magie. Ne? Ja. Magic. So, Knorker, weil du benutzt ja deine Pikmin erstmal. Möchtest du weiterhin Mili machen? Ja, ich bleib erstmal bei Mili. Dann muss ich nochmal ganz kurz wohin. Muss ich eh. So. Da hoch jetzt. Nein. Ja, das ist die falsche Kiste. Das ist die Kiste. Da kann man auch Quickstack machen. Ah, hier sind sogar noch Pilze drin gewesen, siehst du mal. Sogar die richtigen Pilze. Ach, hier habe ich noch ein paar Sachen für dich. Waffen. Cool. Ja. Habe ich eine Rüstungskiste? Na, Quickstack? Ne, geht nicht. Dumm. Ja gut, den muss ich auch nicht mal mit rumtragen, der kann auch mal da bleiben. Cool, ich habe keine Rüstungskiste gemacht. Dann mache ich jetzt eine Rüstungskiste. Das müsste dann... Scheibenkleister. Moment. Das ist ja Vanity. Scheibenkleister, genau. Ja. Los Scheibos Kleisteros, aber ich habe glaube ich noch eine... Fuck, ey.
Ja, ich habe deswegen keine Rüstungskisten gemacht, deswegen. Was wollte ich jetzt? Ich wollte erstmal das Zeug anziehen. Pass mal auf, jetzt packe ich. Ach, habe ich schon. Ah, Mist. So. Bam. Ich habe jetzt. Summons a powerful leaf crystal that shoot at nearby enemies ist mein Bonus. Ich habe jetzt einen glühenden grünen Kristall über meinem Kopf. Nicht mehr Wilson. Den auch. Ah. Wilson ist für Licht. Nochmal. Summons, der Set-Bonus. Summons a powerful leaf crystal that shoot at nearby enemies. Dazu habe ich meine automatische Godly Magnet Sphere. Godly, ne? Ist im Übrigen so gefunden worden. Ah, Macht. Und ansonsten, was hat's denn noch so? Increased Maximum Mana by 80 and reduces Mana Usage by 17. 16 increased Magic Damage einmal. Nochmal 7 extra drauf. Oh, Movement Speed increased, cool. Jetzt hole ich noch kurz meine kleinen Extra-Teile raus. Ich habe nämlich noch die Precise Nature's Gift. Nehmen wir nicht. Movement Speed. Die hier hätte ich noch gerne dazu. Los Flügelos noch Austauschus. Nämlich nochmal 20 mehr Mana. Jetzt bin ich bei 300 Mana mittlerweile. Ja. 300 Mana. Mana. Ah, na. Lass mich in Ruhe. Defense, Movement Speed. Brauche ich noch. Nee, Rest ist okay, glaube ich, wenn ich dran habe. Das sind die Lightning Boots, das Ding, das ist noch dran. Mein Defense ist jetzt bei 41, das ist schon mal ganz gut. Aber ich wollte dir was herstellen, genau. Deswegen bin ich eigentlich hier oben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was will ich eigentlich hier oben? Ich habe hier noch irgendwo, wo habe ich den hingetan? Hab ich auch einen Tresor wahrscheinlich gelassen. Manchmal ist es problematisch, zu Hause zu finden, wo man noch die Sachen rumstehen hatte. So, mein Krönchen mache ich jetzt ab. Ich werde mich ja jetzt etwas verwandeln. Nach und nach. Zack. Nein, du bist nicht mehr der Tuntenkönig. Zu einer schwulen Robe. Mit den Feenflügeln. Nee, hab ich schon gar nicht mehr an. Hat doch gesagt, ich bin der Magier. Du bist der Fernkämpfer und Nahkämpfer haben wir auch, ist doch super. So, zwei müssten doch hier drin sein. Ja, da sind sie doch Turtle Shells, genau, hab ich doch gesucht. Problem ist, ich muss sie wahrscheinlich nochmal neu herstellen, oder? Ja, Turtle Helmet. Aber wir brauchen neues Chlorophyt. Okay. Okay, verstehe ich. Dann hätte ich. dieses grauselige Entscheidungsprinzip immer. Hat jemand von euch nochmal Holz? Nicht viel. Das, was du mir von gegeben hast im Prinzip. Ja, irgendwo in der Küste. Guck mal gerade. Hubi hat noch 15 Holz. Das reicht aber wahrscheinlich nicht. Nee, dann ist es irgendwo anders in der Küste. Ich muss kurz gucken, was wir da wegwerfen können. Brauchen wir wirklich noch die goldenen Schlüssel eigentlich? Nee, ne? Ist ja eh nur Schrott drin. Verdammte Axt nochmal, im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Platz. Aber echt nirgendwo Platz. Ach, das ist meine Dingsbums. Ja, komm, das brauchen wir eh nicht mehr hier. Die Werte Brä und den ganzen Kram. War noch irgendwo Holz hier drin? Living Wood Chair. Schön. Obsidianrose. Reduces Damage from Touching Lava. Ist auch nicht schlecht. Ja, du guckst gerade durch meine Kisten, oder? Ja, ich hab doch gesagt, brauch was. Du hast ja gesagt, soll durchgucken. Ja, da ist noch Rich Mahogany. Das ist okay, dann bearbeite ich halt das. Da ist jetzt nicht so wichtig. Ich hab auch noch irgendwo normales Holz. Ja, ist doch egal. Wir müssen ja mal so abbauen können. Ich weiß aber gar nicht, ob ich da draus bauen kann, aber ich muss mal gucken. Ich brauche noch ein paar Dingsbums. Schießchen. Ach, komm, wieder so ein komischer Gigant wieder angelaufen. Und der fährt ja in den Abgrund. Na toll. Was ist das denn hier? Ja, ach Gott, ein kaputt, dann kannst du. Der fällt immer in den Abgrund hier. Muss ich nächstes Mal abfangen, bevor er hier in die Tiefe springt. So. So, das sind die hier. Das sieht irgendwie doof aus, wenn die hier stehen. Aber ich kann mal gucken, vielleicht sieht es da gar nicht so doof aus. Wo sind meine Mannequins? Wo sind die Mannequins? Da sind die Mannequins. Die Mannequins. Ja, doch, das ist okay. So, du kriegst definitiv nicht diese Rüstung, kriegst nämlich nachher eine andere. Dafür muss ich aber noch ganz kurz wohin dann gleich. Das machen wir aber dann gleich, wie gesagt, so zack. Keine Turtle. Und. Doch, du kriegst die Turtle, genau. Oh. Richtig. Deswegen kriegst du die grüne nicht, weil die grüne brauchst du als Kombination. Nee, aber ich gebe dir mal was anderes. Wo bist du denn?
Ach, du bist immer noch am Ausebnen. Mhm. Yellow Marigold. Ach, das ist das. So, pass mal auf hier. Komm her. Zieh dir das hier wenigstens schon mal an. Ja, voll Inventar. Ja, dann hopp ab. Braucht ihr Hooks noch? Was für ein Ding? Nein. Diese Haken. Nee, definitiv nicht. Wegschmeißen. Gut. Hinfort damit. Hast du was gesehen, den grünen Kristall hier über dem Kopf? Da. Mm-hmm. Oh, das hab ich wieder eingesammelt. So, und da. Da. Den Dreck kannst du ja auch wegwerfen im Prinzip, dann hast du wieder Platz. Hopp, hopp, hopp. Was ist besser, Kobalt oder Mithril? Viel. Brauchst du beides im Übrigen nicht mehr. Nee, ich hab halt kannst wie meine Chainsaw oder mein Drill hier. Drill it, ah, like you mean it. Zum Abhacken. Ah, brauch keine Axt mehr. Ich habe ja schon eine Chainsaw. Ah, jetzt, okay. Siehst du? Was für eine hast du? Was war die stärkste, die du hast? Strong Cobalt Chainsaw und einen Hurtful Mithril Drill. Ich bring mal was mit gleich. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich muss erstmal hier. Ja, dann kannst du das andere wegwerfen. Das meine ich. Ich bring gleich was mit. Okay, ausrangieren. Genau, so. Achso, ich wollte die Flügel wegpacken. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Ich habe jetzt die anderen Flügel an. So, los geht's. Ja, weg da. Die schönen Feenflügel, die ich dir geschenkt habe. Ja, die habe ich doch noch eingepackt. Aber die trage ich nicht mehr. Ich evolutioniere mich ja jetzt momentan ein bisschen. Whee! Aber die passen so gut zu dir. Deine Mutter passt gut zu dir. Das ist ein Blümchen. Das hier. Bitteschön, viel Spaß damit. This is a little bit better. Ah, gut. So, meine Freunde, dann machen wir noch eine kleine Pause an der Stelle und ich sammle noch ein paar Fische ein. Huch. Oh, ja, der Kristall ist im Übrigen wirklich stark. Der hat gerade mal so von sich aus einen Mob geplättet. Warte, bevor ich jetzt mal Schluss mache mit euch, ja, muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie viel Schaden der so macht. Brauchen Gegner. Wo sind denn die ganzen Gegner jetzt hin? Tot. 39. Und er schießt schnell. 43. Nochmal bitte. Das waren aber jetzt nur Gelviecher. Wo sind die ganzen Gegner hin? Hier sind sonst überall Gegner. Die haben alle Angst vor mir. 38. Ich frage mich, was die anderen für Set-Bonis haben. Na, wie dem auch sei.